Hallöchen, meine lieben Liebenden und herzlich willkommen zur neuen Wochenbotschaft. Wir schauen gleich in die Karten vom 9. bis zum 15. 9. übrigens auch mit einem Freitag, den 13. Für mich ja immer persönlich ein totaler Glückstag. Wie steht ihr dann dazu? Schreibt es mir gerne mal in die Karten. Hat jemand von euch, in die Kommentare, hat jemand von euch schon mal am Freitag, den 13. Pech gehabt? Also ich habe bis jetzt immer Glück gehabt tatsächlich. Und ja, ich sag natürlich auch Hallo an den Live-Chat nach unten. Ich bin übrigens auch da. Ich werde wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wenn dieses Video live ist, auf dem Sofa sitzen und an einem Projekt weiterhäkeln. Ich häkel ja und für mich ist so nahend der Herbstbeginn auch immer eine Zeit, wo ich wieder anfange zu häkeln und zu stricken. Und jetzt bin ich gerade an so einem Projekt Flurläufer dran. Ja, ich bin gespannt. Da wird wahrscheinlich so eine Wintermission für den einen Flurläufer. Mal gucken, wie lange ich brauche dafür. Ja, ansonsten hoffe ich natürlich, dass es euch gut geht. Ich war auch so ein bisschen in der Tagesenergie vom Samstag vertreten. Ich musste etwas schmunzeln. Und zwar zum einen hatte ich einen Traum, aus dem ich erwacht bin. Ich habe mit einer Bulldogge gespielt. Es war eine weibliche Bulldogge im Traum. Und ich habe schon während des Spielens gemerkt, sie ist so ein bisschen dominant mir gegenüber, möchte mich gerne erziehen. Und ich habe noch im Traum erkannt, dass ich sie getriggert habe. Und dann wollte sie mich tatsächlich auch zurechtweisen. Daraus bin ich erwacht und habe eine E-Mail in meinem Postfach gefunden, wo auch wieder so ein Möchtegern-Klugscheißer mir geschrieben hat. Diese Möchtegern-Coaches. Ja, ich glaube, der eine oder andere Creator wird es kennen, wo dann drin steht, ja, du hast jetzt schon 1800 Videos, dein Kanal besteht seit 2021, aber du hast so wenige Follower. Ich möchte dir gerne helfen. Ne? Hier mit SEO-Optimierung, also Schlagwörter, Suchwörter und so weiter und so fort. Keine persönliche Anrede, kein Hallo Cheyenne, kein oder Hallo Anita, wie auch immer, nichts davon, so dieses typische bla bla bla. Ja, und da wir ja in der Tagesbotschaft von heute das drin hatten mit Thema Grenzsetzung, hat er von mir auch eine nette E-Mail zurückbekommen. Ich habe dann zurückgeschrieben, hallo so und so, ich bin nicht daran interessiert, schnellen Erfolg aufzubauen, geschweige denn eine Optimierung meines Kanals vorzunehmen. Ich weiß, welche Themenbereiche in meiner Sparte gut laufen. Ich bin aber nicht daran interessiert, meine Seele zu verkaufen und Menschen an mich zu binden für die nächsten 20 Jahre und ihnen Chancen zu verwehren, indem ich mich nur auf das eine Thema fixiere. So ist es ja auch. Ja, ich weiß genau, welche Themen laufen. Ich weiß genau, dass Legungen laufen, wo das Gegenüber gebasht wird, ne, das Gegenüber ist schlecht und so weiter und so fort. Ich weiß auch, dass Legungen, die so ein bisschen das Thema Selbstreflexion oder Selbstentwicklung haben, nicht unbedingt angeschaut werden. Ich sehe ich auch auf meinem Kanal, aber sie werden trotzdem angeschaut. Ja, auch wenn sie nicht so stark angeschaut werden. Ich halte das hier mit den öffentlichen Legungen genau wie mit den privaten Legungen. Ich möchte Situationen, die im Alltag stattfinden, wo der ein oder andere Schwierigkeiten hat, natürlich Hilfsmittel an die Hand geben, damit man geklärter oder leichter auch durchs Leben geht. Ich habe jetzt zum Beispiel die Woche gerade einer Kundin eine gefühlte Abschiedslegung gemacht. Das habe ich ihr natürlich auch in der Legung gesagt. Wenn ich an 2 Jahre zurückdenke oder 2,5 Jahre, die ich sie jetzt schon begleitet, zurückdenke, was wir dort für eine chaotische, aufgelöste, ängstliche Person liegen hatten im Kartenbild. Ja, du weißt, wer gemeint ist. Vielleicht schaust du auch gerade zu. Ansonsten liebe Grüße nochmal an dieser Stelle. Und was wir jetzt für eine wunderbare Entwicklung hatten. So, und da bin ich auch überhaupt nicht traurig drum, wenn sie bei mir in Zukunft keine Legung mehr bucht. Weil sie ist soweit. Sie ist soweit auf beiden Beinen gefestigt, mental und emotional stark durchs Leben zu gehen. Das ist meine Intention. Und so halte ich das auch bei den öffentlichen Legungen. Geht eine Weile mit mir. Ich gehe eine Weile mit euch und ja, wenn ihr keinen Bock mehr auf Kartenlegungen habt, dann geht ihr wieder raus, ja, wenn ihr gefestigt seid. Oder ihr macht es halt so wie ich,
Und schaut euch Kartenlegung zur Unterhaltung an oder zum Lernen, so mache ich das ja. Ne? Das heißt, wenn gerade nichts in den Streamingdiensten läuft, was mich interessiert und ich brauche so nebenbei ein bisschen Berieselung, zum Beispiel beim Stricken oder Häkeln oder Zeichnen oder was der Geier war, ist eins von meinen Millionen Hobbys, die ich noch so nebenbei habe, dann schaue ich mir Kartenlegung an und erweitere mich auch. Auch ich bin angefangen, wann war das, Ende 2019, Anfang 2020, Kartenlegung zu schauen, weil ich noch voll im Prozess war und habe mir daraus natürlich auch mit den öffentlichen Legungen Hilfestellungen, ja, Hilfsmittel an die Hand bekommen. Und so sollte es auch sein. Es ist aber nicht meine Intention, dir jetzt hier die nächsten 10 Jahre zu erzählen. Er kommt wieder, er geht wieder in den Rückzug, er kommt wieder, er geht wieder in den Rückzug, er kommt wieder, dass du nachher nach 4, 5 Jahren auf einmal frustriert bist und denkst so, was, what the fuck habe ich eigentlich die ganze Zeit getan? Ich habe mich hier festgehalten. Das ist nicht meine Intention. Ja, um das gleich mal klarzustellen. Ja, geh mit mir, solange du Bock hast. Und wenn nicht, wenn du raus bist, bist du raus. Oder du bleibst halt und guckst rein zum Entertainment an und supportest mich weiter. Ja, das steht dir komplett frei. Und ja, wie ihr seht, ne, Alltagssituationen finden überall statt. Und früher, bin ich ganz ehrlich, hätte mich das durchaus gekränkt, wenn da einer geschrieben hätte, ja, du bist jetzt ja schon seit, wann habe ich den Kanal? 2021, ne? 3 Jahren hier und hast so viele Videos und so wenig Follower. Also das hätte mich früher tatsächlich gekränkt. Jetzt habe ich ihm gleich die Retourkutsche gegeben und habe den Menschen auch gesagt, vielleicht solltest du dir mal vorher Informationen reinholen, wie dieser Mensch den Kanal behandelt hat. Weil diesen Kanal hier, den habe ich über ein Jahr lang überhaupt nicht beachtet. Ja, ich habe den nicht gepflegt. Ich habe Videos von TikTok runtergeladen, hier hochgeladen. Ich musste über ein Jahr lang Videos, die ich gemacht habe, wieder rauslöschen, weil ich Kartendecks verwendet habe, die gar nicht öffentlich benutzt werden dürfen. Das hat natürlich meinen Algorithmus gebasht. Ich habe meine ganz, ganz lange meine Infobox nicht gepflegt. Ich hatte doppelte Hashtags drin. Das ist natürlich ganz schlecht für einen Algorithmus. Und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, ich sehe das natürlich auch, wenn ich sehr schöne Titel kreiere, ne? Dass das natürlich anzieht und dass die weniger schönen Titel, die ich manchmal kreiere, halt weniger Leute anzieht. Aber das ist okay, die richtigen sehen's, ja. Und die, die sich bei mir erhoffen, eine Illusion aufrechterhalten zu lassen, da bin ich auch ganz ehrlich, die werden dann meistens eben durch diese harten Legungen, die ich mache, mit denen ich mein energetisches Umfeld reinige, ne, mein Einzugsgebiet reinige, gehen dann auch sehr, sehr schnell wieder. Und das ist dann auch ganz oft der Fall. Und das sind natürlich auch Energien, die ans Tageslicht kommen wollen. Eben die nicht so schönen Legungen, wo ich auch wirklich hart mit der Energie, die sich zeigt, ins Gericht gehe. Aber wie gesagt, es klärt mein Einzugsgebiet. Das gehört genauso dazu. Wie eben auch die wunderschönen Legungen. Und auch hier nochmal öffentlich ein liebes Dankeschön an diejenigen, die mir schon ein Danke, ein Trinkgeld dagelassen haben. Ich spreche das ja nie an, aber man kann ja bei mir unter den Legungen ein Danke hinterlassen. Jetzt habe ich schon 3-mal ein Dankeschön erhalten, deswegen danke von mir. Also wer mich unterstützen möchte, aber nicht unbedingt eine Legung buchen möchte oder irgendwas kaufen möchte, der kann auch über die, ich glaube es heißt Thanks, das ist so ein kleines Herzchen, oben in der Leiste über den Kommentaren kann man auch ein kleines Dankeschön, ein kleines Trinkgeld, ein Kaffee, was in die Kaffeekasse tun, wenn man möchte. Muss man aber nicht. Ne? Ist wie gesagt kein Muss, aber wer möchte und mir dann einen kleinen energetischen Austausch da lassen möchte, darf das gerne tun. So, Kinnas, ich würde sagen, wir haben jetzt genug gelabert. Ich freue mich, dass ihr da seid, mit mir seid und jetzt schauen wir mal energetisch in die neue Woche. Ich bin gespannt, was sich zeigt. Wir starten wie gewohnt zuerst mit der Grundenergie. Wie immer gilt natürlich, das muss ich trotzdem noch kurz erwähnen, das ist eine öffentliche Legung, sie kann, muss aber nicht mit dir in Resonanz gehen. Eine Energie vom Montag kann auch bei dir auf einem Sonntag eine Relevanz haben. Ganz wichtig. Und alle weiteren Infos, wie immer, auch unten in der Infobox. Einfach auf mehr klicken, das steht irgendwie beim Titel da oben und dann öffnet die sich. Ja? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und dann starten wir mit den Karten. Liebes Universum, was haben wir denn hier am Montag als Grundenergie? Was haben wir als Grundenergie? Hm.
Die Zeit. Tick, tack, tick, tack. Nö, 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 nö. Da muss ich unweigerlich an den einen Song von Gwen Stefani denken. Die Zeit. Ist die Zeit jetzt reif oder muss abgewartet werden? Die Zeit ist reif, hier zu einer Sache oder Person Abstand zu gewinnen. Ja, Acht der Kelche ist das Aufgeben einer Situation, emotionales Loslassen, ne, die Suche nach neuen Wegen, sich befreien auch aus Enttäuschung. Letztendlich, eine Enttäuschung ist ja auch immer das Ende von einer Täuschung. Ich habe mir damals zum Beispiel auch beim Fuchs aufgeschrieben, da steht ja auch für Enttäuschung. Da habe ich wirklich Enttäuschung hingeschrieben damals, als ich angefangen bin, mit Lennys zu legen. Ich habe ja immer so Spickzettel, mit denen ich angefangen bin zu lernen. Und weil das eben das Ende einer Täuschung ist. Also hier war irgendwie eine Situation, woraus du dich jetzt oder aus der du dich jetzt entziehst. Sagen wir es mal so, du befreist dich. Ja, auch aus der Verlassenheit. Vielleicht bist du verlassen worden. Ja. Wie gesagt, enttäuscht. Und da lässt du jetzt emotional los. Und die, die mir schon länger folgen, die wissen natürlich auch, Achter Kelche macht Platz für zwei neue Kelche. Das heißt, eine alte Verbindung, egal ob beruflicher, finanzieller, also materieller Natur oder zwischenmenschlicher Natur, geht raus und schafft damit Platz. Natürlich für einen neuen Vertrag, für eine neue Verbindung. Also der Montag könnte hier ein bisschen melancholisch werden für den einen oder anderen. Allerdings zeigt sich hier auch die Stabilität mit den vier der Münzen. Hier ist die Sicherheit angezeigt, hier ist der Fluss des Universums angezeigt, ja. Und vor allen Dingen auch, das ist hier angezeigt, du akzeptierst deinen Wert. Und vielleicht ist das auch mal ein Hinweis für den einen oder anderen. Die Zeit ist reif, deinen Wert zu akzeptieren. Und das sorgt in allererster Instanz mit der Akzeptanz des eigenen Wertes dafür, dass eigentlich hier eher Dankbarkeit reinkommt. Dankbarkeit dafür, dass sich hier jemand oder etwas als schlecht enttarnt hat. Dass dich hier jemand oder etwas enttäuscht hat. Ja, damit gehst du nämlich wieder vorwärts. Also sei dankbar auch für die negativen Erfahrungen in deinem Leben, denn letztendlich sorgen sie dafür, dass sich dein Erfahrungsschatz erweitert und du potenziell nicht mehr so schnell in enttäuschende Situationen reingerätst, egal welcher Natur. Ja, dafür müssen wir natürlich auch die negativen Dinge im Leben erfahren. Was fällt hier in den Schatten? Der Bube der Stäbe. Ja, hier ist eine Hitzkopf-Energie angezeigt, hier ist auch das Bockige, Ungeduldige angezeigt und eben, ja, es ist nun mal der Bote schlechter Nachrichten. Ja, hier sind Unentschlossenheiten und Spielereien angezeigt. Ich frage mal rein, ob das hier die Energie der Situation war, die hier wirklich instabil war, die hier fahrig war. Das kommt mir hier gerade rein. Ja, es war entweder der Mensch oder die Situation, die überhaupt nicht fest war. Du selber warst oder bist auch sehr gefestigt mit den vier der Münzen, aber die Situation war es einfach nicht. Grundsätzlich mit dem Buben der Stäbe zeigt sich auch ein Neuanfang, allerdings mit Hindernissen. Ne, wie gesagt, diese Lektion, was auch immer das war, war notwendig, diese Enttäuschung war notwendig, endet aber, wie gesagt, und hier kommt auch mit den sechs der Kelche eine vorübergehende Erleichterung rein. Vielleicht wolltest du diese Situation oder Person auch unbedingt in eine ja, gewisse wünschenswerte Richtung lenken, weil es vielleicht ein Wunsch oder ein Traum von dir war. Ja, da kann das natürlich auch das Bewusstwerden sein mit den Sechs der Kelchen, weil es eben auch die Karte der Vergangenheit ist, der Erinnerung ist, der alten Träume ist. Es ist aber auch eine Karte, die für Freude und Genuss steht und eben für dein zukünftiges Selbst natürlich auch. Ja, wie gesagt, die Sehnsucht nach etwas kann uns natürlich auch in Situationen reinbringen, die eigentlich nicht so gut für uns sind. Ja, also leicht melancholische Energie hier am Montag, vielleicht auch so ein bisschen Traurigkeit, aber eben auch der Erkenntnisgewinn, ah nee, das war nicht das Richtige. Und eben dadurch auch erlernen, sich in Zukunft nicht auf irgendwelche Situation aufgrund von Sehnsucht, also extremer Sehnsucht einzulassen, ne? Weil eben die Sucht nach dem Sehnen da ist. Ja.
Gut. Schauen wir mal auf den Dienstag. Was kriegen wir denn da grundenergetisch? Das Büchlein, das neue Kapitel, etwas, was noch im Verborgenen liegt, etwas, was entdeckt werden möchte. Was gibt's denn hier? Was liegt hier vielleicht im Verborgenen? 7 der Kelche. Blockierte Gefühle und die Angst, die falsche Wahl zu treffen. Ja. Wichtig ist es, auch mit den 7 der Kelchen im Schattenaspekt, dass dieses neue Kapitel damit bestickt ist oder bestückt ist, deinem wahren Selbst zu folgen. Dich nicht an eine Energie zu haften, weil 7 der Kelche generell ja für viele Optionen stehen, dich nicht an diese Energie zu haften von wegen, oh, ich hab schon Möglichkeiten verpasst, ne, oder ich habe zu wenig Möglichkeiten, ich habe Scheinlösungen gefunden oder ich habe mir Dinge eingebildet. Das ist nicht wichtig. Das liegt hinter dir. Ja, klar, es liegt noch ein bisschen im Verborgenen, aber wichtig ist es ja eher, deinem wahren Selbst zu folgen mit diesem neuen Kapitel. Es ist dein Buch des Lebens, dein neuer Lebensabschnitt und den darfst du natürlich so schreiben, wie du das möchtest. Ja, wichtig ist aber, gerade wenn wir hier Scheinlösungen haben, nicht unbedingt Wünsche oder Wunschvorstellungen, die nicht der Realität entsprechen können, aufzuschreiben, sondern eher wie ein Tagebuch ganz klassisch, eher im Nachgang am Abend aufzuschreiben, was ist denn heute passiert. Ja, was hast du gemeistert? Welche, egal ob positiv, negativ, Erfahrungen hast du gesammelt? Mit dem Ritter der Münzen möchte sich hier eine Erweiterung einschleichen in dein Leben. Das kann für den einen oder anderen jetzt tatsächlich auch beruflich der Fall sein. Ja, viele Optionen. Münzritter steht für Expansion, für Sicherheit, für Zielstrebigkeit, für Loyalität, für gute Nachrichten zum Einkommen, für das produktive, verantwortungsvolle, verlässliche, ausdauernde. Das sind per se sehr, sehr gute Eigenschaften. Das Problem, was der Münzritter gerne mal hat, ist, er ist so festgefahren auf sein Feld. Ja, dann hat er mittlerweile schon 5 Jahre lang das gleiche Feld abgegrast, immer wieder und immer wieder. Und mittlerweile stehen da nur noch, keine Ahnung, 5 Maispflanzen statt 500. Und er läuft immer wieder dieses gleiche Feld ab. Für mich ist das hier mit dem Buch auch in gewisser Weise ein Übergang jetzt zu einem anderen Feld, weil wie gesagt, hier möchte Erweiterung stattfinden. Ja. Nur Münzritter ist halt so die langsamste Energie, ne? Sehr gemächlich. Ach komm, da stehen doch noch 5 Maiskolben, die kann ich noch abernten. Der Eremit im Schattenaspekt, ja. Hier ist die Entbehrung angezeigt, ne? Starre Verhaltensmuster und eben auch Nachlässigkeit für sich selbst. Also hier ist wirklich jemand angehalten, über den Tellerrand hinauszublicken, ein altes Buch, ein altes Kapitel zu schließen und eine der Möglichkeiten, die vorhanden sind, auch wirklich jetzt zu nutzen, weil hier ist Entbehrung und Isolation angezeigt. Ich hätte da gerne noch meine Energie drauf. Auf Münzritter, Eremit und 7 der Kelche. Ja, 10 der Kelche. Hier geht es um das wunschlos zufrieden sein. Ja, um das weise kultivierte Leben, um das Ganzheit, ja, ganz sein. Vielleicht natürlich auch aus einer alten, unfruchtbaren Verbindung in eine fruchtbare Verbindung hineingehen, ne? Weil 10 der Kelche steht ja auch für so übergeordnete magische Verbindungen, Seelenverwandtschaft und Harmonie mit der Gemeinschaft und eben natürlich auch emotionale Sicherheit und die große Liebe, ja? Dass eben nicht mal länger nur Optionen zur Wahl stehen, sondern auch wirklich eine Wahl endlich getätigt wird. Wenn du jetzt nicht auf das Berufliche schaust, wo Expansion stattfinden möchte, sondern auf das Zwischenmenschliche schaust, dann ist es so, dass du hier tatsächlich auf einem toten Feld grast. Ja, da findest du keine Nährstoffe. Ganz im Gegenteil, du verschwendest unheimlich viel Energie in Form von Einsatz, ne, deine treue Loyalität an jemanden, der
dich aussaugt, der dich ausnimmt, dann ist es tatsächlich egal, wie wichtig, jetzt wirklich das weiterzusuchen, weiterzureisen. Ich würde da gerne mal einen Seelenimpuls mit draufpacken als Zusatzmessage auf diesen Dienstag. Wie soll dein neues Büchlein beschrieben sein? Wie darf deine Geschichte jetzt weitergehen? Du bist der Schriftsteller, die Schriftstellerin in deinem Leben. Konzentriere dich auf deine innere Weisheit und Intuition. In der hektischen Welt voller Ablenkungen ist es wichtig, einen Moment der Stille zu finden, um auf deine innere Stimme zu hören. Dein inneres Selbst kennt den wahren Weg, der für dich bestimmt ist. Vertraue darauf, dass du die Antworten auf deine Fragen bereits in dir trägst. Erlaube deiner Intuition, dich zu leiten und vertraue darauf, dass du auf dem richtigen Pfad bist. Indem du dich mit deiner inneren Weisheit verbindest, findest du Klarheit und Führung auf deiner Reise. Also auch hier ist schon die Rede von einer Reise, einer Veränderung. Und dann haben wir hier noch, erinnere dich an die Kraft der Selbstliebe. Inmitten der vielen Anforderungen des Lebens vergessen wir oft, uns selbst die Liebe und Fürsorge zu schenken, die wir benötigen. Erlaube dir, dich selbst mit Mitgefühl und Wertschätzung zu betrachten. Du bist wertvoll, liebenswert und einzigartig. Akzeptiere dich vollkommen so, wie du bist. Nähre deine Seele mit Positivität und Güte und erlaube dir, dich selbst zu umarmen, indem du deine eigene Liebe kultivierst. Erschaffst du ein starkes Fundament für Glück und Erfüllung in deinem Leben. Also, wie gesagt, wenn du dich hier auf unfruchtbarem Boden, egal ob beruflich oder zwischenmenschlich, bewegst, ist es an der Zeit, jetzt wirklich weiterzureisen. Und das ganz, ganz ohne schlechtes Gewissen. Ja. Gut. Also hier ein bisschen Erkenntnis gewinnen und deine Geschichte soll sich jetzt anders, gefühlt für mich auf jeden Fall, anders weiterschreiben. Am Mittwoch haben wir das Haus. Ankommen ist hier angezeigt. Stabilität, eine Basis, ein Fundament. Gefühlt auch ein kleiner Meilenstein. Gucken, was wir hier vom Tarot bekommen. Die 10 der Schwerter. Ja, hier ist irgendwie ein notwendiger, endgültiger Schlussstrich angezeigt. Allerdings auch ein bisschen Widerstand und Ohnmacht aufgrund von Handlungsunfähigkeit. Ich habe das Gefühl, dem einen oder anderen wird hier etwas rausgenommen. 7 der Schwerter. Ja, hier ist eine Energie von Unaufrichtigkeit, Klatsch und Tratsch angezeigt. Jemand, der Geheimnisse hat, jemand, der sich selbst und andere belügt, jemand, der mehr nimmt, als einem zusteht. Ja, jemand, der hochstapelt und tief hält. Und möglicherweise kommt hier tatsächlich ein Geständnis bzw. die Wahrheit ans Licht. Ich sag ja, hier wird jemandem etwas genommen. Etwas, was schon längst aus dem Haus gejagt werden sollte, allerdings nicht wirklich, ne, aufgrund von Angst schon selber gelöst wurde. Ja, also wie gesagt, hier kommt irgendwas ans Tageslicht, notwendigerweise tatsächlich. Die Zeit ist überreif. Und mit dem Mond kann es dann nämlich auch wieder in eine gewisse, ja, der Mond ist ja auch eine Warnung, ne? Hier wird etwas preisgegeben. Für mich auch der Hinweis an diese Person, die hier im Kartenbild ist, das Lernen der eigenen Intuition zu vertrauen. Weil möglicherweise hat die Intuition hier schon längst angeschlagen. Du wolltest das nur noch nicht wahrhaben. Ja, wie gesagt, Rad des Schicksals ist ja so diese unerwartete Störung auf der einen Seite, wenn diese Karte in den Schatten fällt, auf der anderen Seite aber auch eben, wie sagt man, Unglück, Misserfolg, ja, Ohnmacht, wie gesagt, Handlungsunfähigkeit und letztendlich aber auch Karma und Belastungen. Also hier hat wirklich jemand versucht, etwas stabil aufrechtzuerhalten. Intuition hat schon längst gesagt, Achtung, Warnung, 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 Warnung. Die ganze Zeit hat es schon gepiept in deinen Ohren. Und jetzt kommt hier tatsächlich die volle Bandbreite.
Ich muss aber auch dazu sagen, es sorgt für Stabilität, ja, weil du kommst ja auch dadurch wieder bei dir selbst an, indem diese, ja, Lüge, diese Unwahrheit und dieses Korrupte, Hinterhältige ans Tageslicht kommt. Ja, es klärt deine Basis. Gut. Ha, nicht so schöne Energien, aber die gehören damit dazu, ne? Das ist halt Tarot. Das ist doch mal so. Oder generell Karten legen. Wir gucken auf den Donnerstag. Da haben wir die Leichtigkeit liegen. Mit dem Kleeblatt vielleicht auch unverhofftes kleines Glück, kleines Geschenk könnte ja auch eine Rolle spielen. Was kriegen wir hier vom Tarot? 5 der Kelche im Schatten. Oh, eine neue Erfahrung des Gleichgewichts. Eine fröhliche Einstellung. Neue Partnerschaften. Emotionales Wachstum. In die Zukunft schauen ist hier angezeigt. Da bin ich natürlich mal gespannt, was hier noch fällt. Ah, verschwendetes Potenzial der Magier. Warum? Ist das, na, fangen wir mal anders, ne? Wir haben ja 5 der Kelche. Ist ja schon eine Verlustenergie. Letztendlich stehen die Karten ja für sich richtig um. Möchte dieses ungenutzte Potenzial, die fraglichen Intentionen rausgenommen werden? Ja, sagt das Gericht, auch wenn es in den Schatten fällt. Ja, hier findet eine Entzauberung statt. Hier ist, wie sagt man, das alte Festhalten angezeigt. Vielleicht auch die eigene Schuld angezeigt. Ja, dass man sich selber schuldig gefühlt hat für eben verkorkste Partnerschaften. Ja, und das geht raus. Weil wie gesagt, wenn wir es umdrehen, ist es letztendlich so. Ne, dann haben wir hier, wenn wir es umdrehen, haben wir hier das Durchleben von Verlusten, das Durchleben von Herzschmerz, von Trauer. Wir haben das Potenzial liegen und wir haben die Erlösung und die Erneuerung und die Heilung, die Wiederauferstehung liegen. Also dieses Ungeklärte, das bleibt. Und hier ist auch eine Energie drin, dass keine Klärung mehr notwendig ist. Ja, auch wenn es ungeklärte Dinge gibt. Hier ist einfach dieses Akzeptieren und Hinnehmen. Es ist, wie es ist, angezeigt. Ja, das ist eine sehr gute Energie. Was fällt dann oben drauf? Der Teufel ist runtergefallen. Schattenthema. Allerdings auch wieder Ehrgeiz, Ambitionen. Da hätte ich gerne noch eine Klärungskarte zu. Ja, Ehrgeiz, Ambitionen bezüglich eines Neuanfangs. Gute Nachrichten kommen hier rein. Praktischer Umgang mit Neuen. Du bist gut vorbereitet, gut trainiert und vor allen Dingen zeigt sich ja auch hier die Entdeckerlust. Ja, diese Neugierde auf das Neue auf der einen Seite, aber auch die Ehrfurcht auf der anderen Seite. Für die, die hier auf die Finanzen schauen und auf das Berufliche schauen, da kann es tatsächlich sein, dass hier spontan eine neue finanzielle oder karrieretechnische Verbindung sich auftut. Beziehungsweise kann das Ganze natürlich auch aufs Zwischenmenschliche gelegt werden, weil wir eben hier, wie gesagt, neue Partnerschaften drin liegen haben und tendenziell hier sogar spontan Kommunikation reinkommen kann mit jemandem, wo es dann im weiteren Verlauf natürlich auch in eine Liebespartnerschaft gehen kann. Also, das ist schon mal sehr, sehr interessant. Wie gesagt, spontane Leichtigkeit, kleines Glück, unverhoffte Ereignisse und hier definitiv die Energie der Erde, um einfach neue Dinge verwirklichen zu wollen. Am Freitag haben wir die Maske. Die ist ja auch schon lange nicht mehr rausgefallen hier. Hinter der Maske strahlt die Wahrheit, strahlt das Licht. Verstecken kannst du dich trotzdem nicht. Oh, guck mal an hier. Eine neue Bekanntschaft. Bube der Kelche, Sensibilität und der Herrscher, eine Autoritätsperson, zeigt sich. Auf jeden Fall ein Gegenüber. Ne? Gegenüber sind männlich deklariert, auch wenn es Weiber sind. Und du als Zuschauer bist weiblich deklariert, auch wenn du ein Kerl bist. Um es mal gleich klarzustellen, für die, die neu hier sind, das mache ich nicht anders wie andere Kartenleger auch. Ne? Macht es nur mal einfach einfacher. Einfach einfacher, wisst ihr Bescheid. Wie gesagt, hier ist eine neue Bekanntschaft angezeigt. Ne? Hinter der Maske strahlt die Wahrheit. Wir haben hier eine Autoritätsperson. Gucken wir mal. Versteckst du hier möglicherweise etwas vor diesem Menschen oder versteckt dieser Mensch etwas vor dir oder ihr beide sogar voneinander? Ast der Stäbe. Hier ist auf jeden Fall Feuer angezeigt, ne?
Das geht heiß. Das kann auch heiß werden hier. Hast der Stäbe. Ein Neuanfang zum einen natürlich, ne? Neue Leidenschaft, mutige Schritte nach vorn, Erleuchtung, manchmal auch ein bisschen die Geburt, ne? Es kann auch sein, dass hier jemand Angst davor hat, vor einer Geburt. Ja, weil wir haben hier schon mit beiden Karten so ein bisschen das Thema Geburt liegen. Ich spreche es nun mal an. Schwangerschaft, Geburt. Gucken mal, was hier on top liegt. Ach so, weil wir übrigens gerade beim Thema Schwangerschaft sind. Ich hatte eine Anfrage für die Legung. Ich bin dir auch überhaupt nicht böse, Liebelein, ne? Ganz und gar nicht. Und ich hatte ja in meiner einen großen Legung letztens auch gesagt, ich schaue nicht auf Schwangerschaften. Und daraufhin wurde diese Legung natürlich abgesagt. Ist auch völlig in Ordnung. Der Grund, warum ich nicht auf Schwangerschaften schaue. Erstens auf noch nicht bestehende Schwangerschaften, weil stell dir vor, das hat nämlich einen Grund, da werde ich jetzt auch mal ein bisschen in die Tiefe kurz reingehen. Wenn du es nicht hören willst, dann spul einfach vor. Die Gründe, warum ich nicht auf eine Schwangerschaft schaue, ist Punkt 1. Wenn ich in den Karten eine Schwangerschaft sehe, das sehe ich auch. Bis jetzt habe ich eine tatsächliche richtige Schwangerschaft gesehen und wahrgenommen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die ist auch tatsächlich eingetroffen. Eine noch nicht vorhandene Schwangerschaft, die mit Ja beantwortet wird. Du fragst mich jetzt zum Beispiel, wirst du dieses Jahr noch schwanger? Und ich schaue in die Karten und das Potenzial ist da. Und du bist Ende des Jahres nicht schwanger, dann kann das zwei mögliche Ursachen haben. Entweder, weil du schwanger warst, oder es kann eine mögliche Ursache haben. Du warst schwanger und es ist ganz normal während der Regelblutung wieder abgegangen. Diese Information kann zwei mögliche Ausgänge haben. Als erstes einen absolut negativen Schock. Was habe ich falsch getan, dass ich diese Schwangerschaft verloren habe. Das will ich mir nicht aussetzen. Ja. Punkt 2, der passieren kann, ist eine maßlose Enttäuschung. Ja. Du hast mir gesagt, ich werde dieses Jahr noch schwanger. Und wenn ich dir dann sage, ja, du kannst schwanger gewesen sein, du hast es verloren, dann ist dann natürlich eine absolute Ungläubigkeit. Ja. Das ist natürlich zum einen auch mein eigener Schutz, der dahinter steht. Und wie gesagt, das Wissen zu haben und ganz realistisch betrachtet, sind viele Frauen zwischendurch mal schwanger für einen Zeitraum von 2 Wochen, bevor es abgeht. Und wissen es gar nicht. Ja. Der zweite Punkt, warum ich nicht in bestehende Schwangerschaften reingucke, ist die Tatsache, dass eine Seele, die noch nicht weltlich in ihrem Körper geboren ist, ungebunden ist. Ihr müsst bedenken, Kartenlegungen sind Energiearbeit. Ich sag das auch immer und ich vergleiche das immer mit der Tatsache, ich ziehe ein bisschen von eurer Energie ab, wenn ich für euch Karten lege. Ich ziehe die durch mich durch. So, jetzt stell dir vor, ich muss auf so eine noch nicht gefestigte Seele, muss die Energie durch meinen Körper durchziehen. Und nach dieser Kartenlegung passiert etwas. Das kann jeder Kartenleger macht das anders. Es gibt auch Kartenleger, die schauen auf Schwangerschaften. Ja? Aber stell dir mal vor, ich zwacke ein bisschen zu viel von dieser Energie durch mich durch. Diese Seele, die noch nicht gefestigt ist, die noch nicht materialisiert auf der Welt ist, auch wenn sie materialisiert in Anführungszeichen im Bauch der Mutter ist. Ne? Dennoch, Seelen wandern, besonders noch ungeborene Seelen wandern. Wenn ich da jetzt nicht vorsichtig genug bin und im Anschluss passiert etwas, dann ist das meine Schuld. Ist so. Und deswegen schaue ich auch nicht auf bestehende Schwangerschaften. Ich sage auch bewusst immer, wenn du ein Problem hast, schwanger zu werden, lass es ärztlich abklären. Wenn du eine bestehende Schwangerschaft hast und dir Sorgen machst, dass irgendwas schieflaufen könnte, dann geh lieber einmal mehr zum Arzt. Lass dir nochmal mehr oder auch von deiner Hebamme nochmal Impulse geben, was, wie, wo. Ja, aber bitte frag keinen Kartenleger zu einer bestehenden Schwangerschaft oder zu einer zukünftigen Schwangerschaft. Wenn sich eine Schwangerschaft in den Karten zeigt, dann spreche ich das an. Ja, dafür muss ich aber eine ganz bestimmte Kartenkombination und meine Intuition haben. Weil selbst wenn die Kartenkombination rausfällt, dann heißt es noch lange nicht, dass es hier wirklich um eine Schwangerschaft geht. Wir haben jetzt hier zum Beispiel das Thema Geburt liegen. Geburt und mit dem Herrscher natürlich auch das Erwachsenwerden, den Vater liegen.
Ja, also es kann durchaus sein, dass sich hier jemand auf die Geburt freut, aber einfach Sorgen hat davor, ob er ein guter Vater sein kann. Aber damit schaue ich nicht auf eine Schwangerschaft per se. Und deswegen schaue ich zum Beispiel auch nicht auf kleine Kinder. Ich kann natürlich schauen, was so schulische Ratschläge angeht. Das habe ich bis jetzt auch einmal gemacht. Da habe ich aber nicht per se auf die Kinder geschaut, sondern ich habe geschaut, okay, was ist die Problematik mit der Schule? Müssen die die Schule wechseln? Ist die Lehrerin, der Lehrer vielleicht irgendwie komisch? Ja, da kann ich raufschauen. Aber ich schaue per se nicht in kleine Kinder rein. Auch das ist wichtig. Wie gesagt, denk dran, wir zwacken immer ein bisschen Energie ab. Ja, die gebe ich zwar im Anschluss wieder zurück, allerdings geht auch immer ein bisschen was von mir mit wieder zurück. Ja. Ganz wichtig. Und da lasse ich mich auch nicht von abbringen. Das ist mein persönlicher Grundsatz. Ja. Also, zum einen liegt hier wirklich Familiengründung drauf. Ja, also wenn hier jemand am Freitag Mama, Papa wird, ich gratuliere noch nicht. Schreibt mir bitte am Freitag oder es kann natürlich auch sein, dass es hier im Laufe der Woche der Fall ist. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann gibt es von mir auch ein, ihr wisst schon, ich bin ja auch manchmal ein bisschen abergläubisch, ne? Und gerade weil wir hier Freitag den 13. liegen haben. Ist zwar ein Glückstag, ne? Es ist auch hier alles glücklich, soweit von den Karten her. Aber wie gesagt, hier macht sich gefühlt jemand wirklich Sorgen. Ja, weil hier versteckt sich jemand hinter den Masken. Dass das Ganze hier wirklich in die Verwirklichung geht. Ja, weil hier ist Stabilität angezeigt. Hier ist auch die Integration vom Herrscher in diese ganze Angelegenheit angezeigt. Wenn es hier um Familiengründung geht, dann ist es die Angst tatsächlich der Integration, obwohl alles gut ist. Ja? Learning by doing. Kannst du deinem Partner sagen oder auch wenn du der Mann bist, der zuschaut und Angst davor hast, sagst deiner Partnerin. Ja? Wenn sich das jetzt hier um eine Frau-Mann-Beziehung hält. Wenn es darum geht, dass ihr gleichgeschlechtlich seid, Kind adoptiert oder halt durch künstliche Befruchtung, wie auch immer. Wenn einer von euch beiden hier Angst hat und der andere riecht das schon, sprecht das auf jeden Fall an. Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja? Was natürlich auch sein kann, ist, weil wir hier eine neue Bekanntschaft liegen haben, die hier sehr auf Erfolg ausgerichtet ist, ja? Dass du natürlich Angst davor hast, dass das hier fruchtbar sein kann. Deswegen hätte ich gerne noch mal eine weitere Klärungskarte zu der ganzen Thematik. Die hat sich wieder umgedreht. Ja. Der Hierophant. Dann steckt da nämlich eine Lernaufgabe zum Thema Vertrauen hinter. Hierophant ist immer die Energie von Sinnhaftigkeit, von Lernen, von Wertvorstellungen, von Erleuchtung bekommen, ja, sich ausbilden, weiterentwickeln. Dann ist, wie gesagt, diese neue Partnerschaft dazu da, um eben neue Aspekte zu lernen. Wie gesagt, aber hier zeigt sich Stabilität, hier zeigt sich viel Potenzial, ja, und da ist es natürlich wichtig, sich auch einzubringen und sich nicht hinter Masken zu verstecken aufgrund von Altlasten, ja, gerade wenn hier zum Beispiel wie am Montag diese Energie der Enttäuschung vorhanden ist, eine Beziehung oder etwas war nicht glücklich, sich dann nicht eben auf diese Enttäuschung zu berufen, sich eine Ausrede zu suchen, ja, ich vertraue dir nicht, weil Person XY hat in der Vergangenheit Scheiße gebaut, obwohl du eigentlich Person Z bist und gar nichts dafür kannst. Ne? Das wäre dann eben der weitere Aspekt dieser Karte. Es liegt etwas im Verborgenen. Du oder auch jemand kann da nämlich die Angst drin haben, dass es nicht unbedingt um dich geht, sondern dass eben das Gegenüber hier das Potenzial der Gelegenheit erkennen darf. Auch das ist natürlich möglich. Ja, ganz, ganz wichtig. Gut. Der Samstag, bitte. Da findet ein Umbruch statt mit den Wolken. Ein neuer Blick auf die Sterne, neue Hoffnung, neue Visionen. Neue Hoffnung, neue Visionen, ein klarer Blick. Ja, ach, der Schwerter ist natürlich so die klassische Gefangenheitsenergie, Befangenheitsenergie, Fremdsteuerung spielt da noch mit ein ganz großes Thema.
Ach, der Schwerter sind ja auch so die negativen Glaubenssätze, ne? Dinge, die uns irgendwie mal eingepflanzt wurden, die hier auf jeden Fall gelöst werden wollen, damit wir nicht zu Dingen Nein sagen, die wir eigentlich, zu denen wir eigentlich Ja sagen wollen, beziehungsweise die unserem höchsten Wohl dienen. Also Erkennen von Hemmungen und Blockaden, vielleicht auch Zwängen, könnte eine Thematik sein. Für einen langfristigen Reifeprozess. 7 der Münzen. Hier gibt es womöglich auch eine kleine Überraschung. Kriege ich gerade durch, weil die Karte auch gerne mal dafür steht. 8 der Münzen. Der Wechsel von der Kompetenz zur Meisterschaft. Eine neue Chance, Geduld und Entschlossenheit. Es kann durchaus sein, weil wir hier eine Erweiterung liegen haben von den 7er Münzen auf die 8er Münzen, dass vielleicht sogar der ein oder andere, keine Ahnung, kriege ich gerade durch, Samstag aufs Konto guckt und auf einmal feststellt, da ist zu viel Geld auf dem Konto. Gab vielleicht eine Bonuszahlung, ja, eine Überraschung. Das könnte eine Rolle spielen. Auszeichnung für besondere Leistung. Weil hier ist nämlich Wachstum angezeigt und wie gesagt auch Dankbarkeit. Legen wir nochmal eine on top. Das könnte so eine Thematik sein. Und diese Thematik könnte natürlich auch in gewisser Weise eine ja, Befangenheit lösen, wenn hier noch irgendwo eine Situation ist, die dich davon abhält, feiern zu gehen. Ja, du musst noch irgendwie eine größere Ausgabe tätigen und hattest eigentlich irgendwas vorzumachen. Das sorgt natürlich auch für mentale Blockaden, ne? Diese innere Hin- und Hergerissenheit. Oh, ich muss noch hier was bezahlen, eine wichtige Rechnung. Und hatte aber eigentlich was anderes geplant für den Samstag. Dann könnte das nämlich auch so ein bisschen der Befreiungsschlag sein. Dieses Huch, da ist ja doch mehr vorhanden, als eigentlich der Fall ist. Ja, und dieses Verlassen dieser mentalen Blockade sorgt nämlich auch dafür, dass du hier als Kelchkönigin zurück in deine emotionale Sicherheit findest, ja? Zurück in deine hingebungsvolle, empfängliche, sensible Energie. Also das, egal was hier reinkommt, ja, ist irgendwie tatsächlich gut, dass du am Ende des Tages wieder glücklich bist. Weil du genau das tun kannst, was du tust. Und vielleicht ist das auch schon wieder ein Hinweis für den einen oder anderen, hier auf die Intuition zu hören. Ja, vielleicht hast du sowas sogar schon gerochen, dass sich dieses Problem, was auch immer dich hier gefangen gehalten hat oder was dich hier vielleicht sogar die Woche über beschäftigt hat, doch irgendwie lösen wird auf irgendwelche Art und Weise. Ja, auf jeden Fall löst sich hier ein mentales Problem auf, möglicherweise durch einen finanziellen Bonus. Und das sorgt dafür, dass du dem nachgehen kannst, was du tatsächlich wolltest. Und vielleicht war es tatsächlich feiern. Ja. Und damit schauen wir auf den Sonntag. Am Sonntag wird's traurig. Dum, 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 dum. Transformation. Hier wird etwas losgelassen oder das Loslassen ist beendet. Loslassen. Ja, begraben werden darf mit dem Stabritter im Schatten auf jeden Fall so ein bisschen Unbeweglichkeit. Gut, wenn man in einem Sarg liegt, in der Transformation ist, dann ist man tatsächlich auch ein bisschen unbeweglich. Das kenne ich aus meiner eigenen Transformation, dass man da nicht so unbedingt über den Tellerrand blicken kann, weil so viel passiert, was gelöst werden will. Allerdings ist es jetzt langsam Zeit, wie heißt er noch? Ich schaue gerade Bones wieder abends zum Einschlafen. Ich habe so Einschlafserien, ne, wo ich mich nicht konzentrieren muss. Meistens kriege ich auch nur noch 5 Minuten mit. Angel, genau, Angel, Jäger der Finsternis. Es ist Zeit, aus deinem Sarg aufzustehen. Die Unbeweglichkeit, das Unbequeme zu verlassen. Und ich meine, Transformation ist unbequem, ne? Und dich dem Licht wieder hinzugeben mit der Sonne. Hier liegt die Positivität drauf. Ja? Sonne ist auch Energie. Ja? Es kann auch durchaus sein, dass der ein oder andere hier aus einer sehr schweren, energetisch schweren Zeit kommt. Ja? Aus einer Zeit der Trauer kommt. Auch Trauer sorgt für Unbeweglichkeit, für Nachlässigkeit, für Motivationsmangel. Vielleicht geht es wirklich darum, hier den Tod eines Menschen zu verarbeiten. Ja? Dann ist jetzt aber die Zeit,
reif, wo du wieder in deine Energie kommst. Die Zeit der Trauer ist vorbei. Ja, weil die Sonne einfach auch wieder für Leichtigkeit steht, für Optimismus steht, für einen Neuanfang, ne, gepaart mit dem Sarg hier, Neuanfangsenergie. Die Sonne steht auch dafür, dass du jetzt bereit bist, Neues zu entdecken, auch aufgrund der Sorglosigkeit und der Energie. Ja, also Trauerzeit vorbei, die Stufen der Trauer durchgearbeitet. Zeit für neue Positivität. Und was fällt hier in den Schatten? Die Gerechtigkeit. Warum die Gerechtigkeit im Schatten? Da hätte ich gerne noch eine weitere Klärungskarte zu. Weil das ist nämlich Erfolg. Ast der Kelche im Schatten, ja. Eine falsche Liebe, ein verdorbenes Glück. Blockiertes Potenzial. Ja, du bist, also, wenn du dich hier wiedergefunden hast, durch einen Trauerprozess durchgegangen bist, entweder weil du wirklich jemanden verloren hast oder alte Anteile verloren hast und deswegen so ein bisschen stocksteif warst, unbeweglich warst, dann haderst du mit deiner eigenen, mit deinem eigenen Vertrauen zu dir selbst tatsächlich. Weil die Gerechtigkeit im Schattenaspekt ist immer so eine Energie von, ich behindere meine eigenen Wege aufgrund von Voreingenommenheit. Ich bin vorurteilsbelastet mir selbst gegenüber. Ich traue mir nicht. Ja, und die steht nämlich auch so ein bisschen für die Lüge, eine Unehrlichkeit sich selbst gegenüber. Wie gesagt, hier liegt der Erfolg drin, hier liegen auch positive Nachrichten drin, hier liegt aber auch eben dieses emotional unerfüllbar sein, dieses Verletzliche, ja, Beeinflussbare. Und wie gesagt, eben eine falsche Liebe. Es kann auch sein, dass du hier bezüglich einer falschen Liebe getrauert hast. Ja. Ganz gleich wie, du kommst so langsam aus diesem sehr einengenden heraus und möchtest dich wieder entfalten, im wahrsten Sinne des Wortes, und die Möglichkeiten ansehen. Weil, wie gesagt, hier liegt der Erfolg drauf. Und mit der Sonne natürlich auch Erfolg. Was haben wir im Outcome? Stabilität und Wachstum haben wir hier liegen. Das kann nicht nur für den einen oder anderen, sondern auch für viele nochmal als überschwingende Informationen für die Woche eine Bewandtnis haben. Grundsätzlich möchte hier eine schnelle Veränderung stattfinden. Genauso wie die Natur sich auch manchmal sehr, sehr schnell verändert. Ich schaue mal gerade auf mein Bäumchen gegenüber. Ja, es fängt langsam an, die Blätter auch, die Farbe der Blätter zu verändern. Und das kann manchmal auch rucki-zucki gehen, ne, dass sich die Natur verändert. Und hier möchte ein schnelles Wachstum stattfinden oder eine schnelle Veränderung stattfinden mit dem Stabritter, mit dem Schwertritter. Warum sage ich gerade Stabritter? I don't know. Nee, da haben wir die Sieben der Stäbe. Das musste ich erst mal gucken. Ja, mutiger sein, Lösungen zu finden und dementsprechend auch anzugehen. Ne? Dinge schneller zu analysieren, die persönliche Intelligenz wirklich auch nutzen. Intelligenz ist ja nun mal auch ein Resultat von Erfahrungen. Und mit einer optimierten Entscheidungsfindung, neuen Ehrgeiz und Strategie, Logik und Argumenten vorwärts zu kommen in ganz, ganz vielerlei Hinsicht. Ja, und das generiert letztendlich auch Wachstum. Schnelle Veränderungen gehören manchmal dazu, genauso wie auch langsame Veränderungen dazu gehören. Wie gesagt, das Leben ist ja nicht nur linear, sondern es ist ja schon manchmal so, ne, wie so ein unregelmäßiger Herzschlag. Ja, ihr lieben Liebenden, wir sind durch. Wir sind fertig. Das war die Wochenbotschaft. Und damit sage ich Dankeschön wie immer, dass ihr dabei seid. Dankeschön oder dabei wart jetzt oder auch noch in Zukunft dabei seid, wenn ihr die Legung anschaut. Ich wünsche euch ganz gleich, ob ihr euch hier am Ende der Woche wiederfindet, ne? Ob ihr wirklich in Resonanz seid, das wisst ihr ja erst am Sonntag, beziehungsweise dann in der laufenden Woche darauf. Wünsche euch auf jeden Fall, unabhängig davon, ob es auf euch zukommt oder nicht, eine schöne neue Woche.
denkt dran, auch wenn ihr euch nicht in den Legungen wiederfindet, dann ist es auch positiv. Jeder hat natürlich seine Päckchen zu tragen und muss neue Herausforderungen meistern, wie hier ein potenzielles Gegenüber, eine Vaterschaft oder eine neue Partnerschaft, und hat ein bisschen Angst oder eben deinerseits hier das Rauslösen aus einer Verbindung oder einer Situation. Und das begegnet uns halt immer irgendwie im Leben. Ja, also schau, was für dich resoniert und was nicht. Nimm dir immer nur das mit, was sich für dich richtig und wichtig anfühlt. Den Rest lässt du einfach liegen. Mach nichts aus einer öffentlichen Legung zu deiner Legung, was, oder drehst dir so hin, wie es passt. Wird nichts. Ja. In dem Sinne, noch ein schönes Restwochenende. Wir sehen uns allerspätestens Sonntagabend wieder zur nächsten Tagesbotschaft. Ich freue mich schon auf euch. Und ja, bis ganz bald. Dankeschön für eure Unterstützung in Form von Likes, vom Teilen, vom Kommentieren, Abonnieren. Und wie gesagt, wer möchte, kann mir auch gerne ein kleines Trinkgeld dalassen. Würde ich mich sehr freuen. Bis spätestens morgen, ihr Lieben. Eine schöne Zeit.